Heute Morgen waren einige noch ganz gut gelaunt, wenn man auf den DAX geguckt hat. Zumindest mal hatte man erst den Eindruck, naja, es ist doch nicht so schlimm. Der Kurs geht doch nach oben. Aber das Ganze hat sich dann doch im Laufe des Vormittags dann ergeben, dass das nicht die richtige Richtung ist, sondern der Kurs halt einmal mehr dieses typische ABC-Muster gemacht hat und dann die Haupttrendrichtung offensichtlich nochmal gewillt ist fortzusetzen. Also Erwartungshaltung weiterhin negativ. Also das, was wir jetzt hier im Moment sehen, würde eigentlich beide Türchen aufmachen für weiter fallende Notierungen. Das Ganze ist sogar noch sehr stark unterstützt durch den amerikanischen Markt. Da ist die Korrektur, die wir gestern gesehen haben, noch ein bisschen fortgesetzt worden. Also wir hatten hier keine korrektive Aufwärtsbewegung gesehen. Da hatten wir ja schon mal so, vielleicht, ja, vielleicht geht er hier schon weiter nach unten durch, aber es war halt keine impulsive Abwärtsbewegung. Das kann man einigermaßen erkennen, wenn man hier so sieht, die Gegenbewegung intern und die Aufwärtsbewegung, die dann hätte ja wackelig oder dreiwellig hätte passieren müssen. Naja, die kam ja sehr steil nach oben. Also insofern war das noch nicht das Thema. Das Schöne ist allerdings, dass das insgesamt nicht wirklich was verändert hat, denn diese Aufwärtsbewegung, die wir hier sehen im 4-Stunden-Chart oder hier etwas ungenauer oder eigentlich genauer, wenn man ehrlich ist, aber halt ein bisschen zittriger hier im kleinen Chart, es ist eine klare Korrektur und die lässt eigentlich sehr stark vermuten, dass das eine Korrektur ist. Und aufgrund der Größe dieser Korrektur, das können wir ja auch abschätzen, zum Beispiel mit Fibonacci, kann man mal sehen, wie weit ging denn die Korrektur hoch. Und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe das gelegentlich erwähnt, aus Versehen vielleicht mal, dass regelmäßig das Hoch so zwischen 38 und 61,8, da ist es ganz typisch. Ja, gut, das haben wir gesehen. Damit klassifiziert sich diese Gegenbewegung hier als eine hinreichende Korrektur der scharfen Abwärtsbewegung. Wir sind also in bester Manier, dass das die erste Bewegung ist, dass hier die ABC-Gegenbewegung und wir jetzt als nächstes nochmal das bekommen können. Und den Nagel haue ich mal in die Wand, wenn wir in die Richtung schon unterwegs sind. Ja, komm, dann lass uns die 33.000 auch noch abfrühstücken, dann ist wieder Ruhe und dann können wir wieder ernsthaft über bullische Märkte nachdenken. Dann hätten wir das erledigt. Das ist ja keine Pflicht, dass das erreicht wird, aber wenn der Markt uns auf dem Weg dahin schon genau dieses präsentiert, ist es halt eben das typische Bild. Also ihr seht, dass es halt relativ klassisch ist. So, wie kann man damit umgehen? Na, eigentlich könnte man hier sogar einen Trade draus machen. Den könnte man für den Trade des Tages sogar noch nominieren, ist allerdings vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht ganz so schön mit diesem Einstieg, aber denkbar ist das. Wir haben diese erste Abwärtsbewegung, dieses Teilstück hier runter, dann hier die Gegenbewegung und das Ziel, die 1 zu 1 Projektion zumindest mal wäre dann hier in dieser Ecke. Das wäre auf jeden Fall eine Idee wert, da mal ein bisschen tiefer drauf zu gucken, ob wir diese Marke tatsächlich erreichen mit Chancen auf mehr. Also wer sagt, ja gut, die sehen wir ja auf jeden Fall oder noch tiefer, das sagt er ja auch die ganze Zeit. Also die Chancen sind nicht so schlecht. Kann man natürlich an dieser Stelle, also jetzt auf dem Zwischentief hier beim Future, ist das im Prinzip ein Kurs 34.170 in etwa. Bitte guckt es nochmal selber nach, das Zwischentief, was wir hier hatten, 29. Nachmittags. Das wäre ein möglicher Trigger. Ein klassischer Stop aus meiner Sicht wäre natürlich hier oben drüber. Und wer mich kennt, weiß, wir ziehen ja die Stops immer ein bisschen niedriger, das heißt auf die 78er-Marke, das heißt hier in diesem Bereich. So, und das ist jetzt das Schöne. Das ist ein wunderbarer Trade, er hat nur einen Mangel, das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, ist nicht so sehr gut. Also ihr seht das, wenn hier der Einstieg ist, da oben der Stop ist, dann ist nicht jetzt über die Höhe oder die Größe des Trades wundern, das ist jetzt hier der normale Future-Markt, dann wären das 1300 zu 1800. Also das ist kein so schönes Chance-Risiko-Verhältnis, das ist eher grenzwertig, wie ich finde. So, und jetzt schenkt uns vielleicht der kurzfristige Markt eine etwas bessere Situation, denn wir haben aktuell ja hier eine recht scharfe Abwärtsbewegung. Ein bisschen ähnlich wie die, nur die hatte stärkere Gegenbewegungen hier nochmal drin. Das sieht hier, gibt zwar auch so ein bisschen was, aber das ist noch einigermaßen harmlos. Und jetzt für all diejenigen, die begeistert auf die Märkte gucken, vielleicht heute am Nachmittag. Sobald wir diese Bewegung in eine Gegenbewegung münden lassen, die dann bitte aber nicht so steil nach oben geht, wie wir das da vorne hatten, sondern die dann eben wackelig. ABC ist Variante 1 oder eben so etwas hier. Wie groß muss das sein? Ihr erinnert euch, ich hatte das mal erwähnt.
Es ist immer das Gleiche, was ich sage. Aber so ist Traden halt nun mal. Ich habe es jetzt leider ein bisschen verrutscht. Das ist jetzt um ein, zwei Punkte falsch. Bitte nicht auf die exakten Werte gucken. So genau wird da nicht geschossen. Aber wenn diese Korrektur ungefähr in diese Kiste reingeht, Fibonacci von oben bis zum Tiefpunkt, dann gucken, kommt korrektiv aussehend. Ja, geht es ungefähr in diese Zone? Ja. Dann können wir sagen, das, was wir vorne haben, kommt hinten nochmal. Und dann können wir sagen, dieses Ziel, ja, gepaart mit diesem übergeordneten, ah, das wäre doch nochmal eine Geschichte. Das wäre etwas, was ich ganz hübsch fände für heute, für den Handel. Also da seht ihr, das ist etwas, was wir uns regelmäßig angucken. Wir werden das gleich machen im Born for Trading. Wer live mit dabei ist, der kennt das sowieso schon. Solche Sachen schicken wir ja auch immer wieder auf Smartphone. Wer das schon kennt, ist auch gut. Ansonsten, wer es noch nicht kennt, einfach mal ausprobieren. Dann kriegt ihr Informationen dieser Art dann zugeschickt. Beziehungsweise ihr könnt euch auch anmelden für den Trade des Tages. Das ist ein bisschen genauer dann, weil mit viel Text dann eben auch für die, die gerne lesen, aber auch mit unseren ganz konkreten Ein- und Ausstiegsmarken, wenn wir da was sehen und das zeitmäßig einigermaßen pünktlich noch reinkriegen. So, insofern die aktuelle Situation gar nicht so schlecht für die bärische Seite. Zumindest sieht es vorläufig eher danach aus. Da spricht einiges dafür, dass das bevorzugte Bild ist. Zumindest mal beim Dow Jones und beim DAX haben wir es ähnlich gehabt. Mindestens genauso schön ist das, was wir beim S&P, da spare ich mir jetzt die Zeichnung, das macht ihr mal selber vielleicht als Hausaufgabe, ein bisschen als Übung, wie das hier aussehen kann. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen der Abwärts- und der Aufwärtsbewegung ist erkennbar. Damit habt ihr eine Idee, was die richtige Richtung ist und auch eine Idee, wie man das als Trade umsetzen kann. Und ihr könnt schon erahnen, da machen wir gleich einen ganz konkreten Trade mit Trigger hier unten drunter daraus. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. So, damit lasse ich euch jetzt erstmal allein. Den Rest guckt ihr euch selber mal an. Vielleicht gibt es nachher auch nochmal ein Update für all diejenigen, die über Telegram verbunden sind. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.